Direkt rein in den Void geht Navi hier. Das wahrscheinlich meist erwartetes Spiel überhaupt hier auf dem International. Navi gegen Cloud9. Leider beide gegeneinander. Das bedeutet also, die westlichen Teams scheiden auf alle Fälle. Eins von beiden scheidet auf alle Fälle aus. Und die Angst steht halt, dass wir wirklich ein komplettes chinesisches Finale haben. Aber wie gesagt, beide Teams können daran arbeiten, sich dann doch vorzuarbeiten. Aber Lower Bracket bedeutet viel, viel Arbeit. Nubi. Die machen es sich gemütlich, schauen jetzt alle Teams an, studieren schon ihren Finalisten, gegen den sie spielen werden. Wie auch immer, mein Name ist Heffelmog. Mit mir castet heute zumindest das erste Spiel Mr. Aleria. Und jetzt hüpfen wir rein in den Draft und schauen uns die ganze Sache an. Ja, einen wunderschönen guten Tag an alle Leute hier. Ja, an einem wunderbaren sonnigen Tag in Deutschland haben wir ja selten absolut tolles Wetter und dazu noch Cloud9 gegen Navi. Ich freue mich wie ein kleines Kind. Ich bin gespannt und ja, wir werden ja gleich sehen, ne, was passiert. Dein Mikro klingt komisch. Warum komisch? Komisch, du klingst A komplett anders und ja, cut es aus. Müssen wir mal schauen, Es was das cuttet ist. aus. Ja, definitiv. ja also ich denke Jetzt bist du laut. ja ich muss das irgendwie ein bisschen näher an meinem Schädel halten oder an meinem Mund. Ich habe mir ein anderes Mikro zugelegt, flog hier noch rum, habe zwei Headsets quasi auf dem Kopf, aber was auch immer, lass uns die Draft besprechen. Mit dem Mikro muss man noch irgendwas machen. Zur Not musst du zum alten switchen. Wie auch immer, ja, Ja, wir haben ich auf auch. alle Fälle Badtrader und Lycan rausgebannt. Also da überhaupt keine Überraschung als solches. Tinker und Enigma auf der anderen Seite. Das ist interessant. Also ein Tinker natürlich rauszunehmen, ja, ist das eine. Enigma, okay, da herrscht eine ganze Menge Angst vor Puppy Enigma als solches. Kann man verstehen. Sand King, Visage, kommt jetzt als zweites. Also Visage, muss ich sagen, der es wirklich in die zweite Bannstage schafft. Das ist ganz interessant. Also von Cloud9 haben wir gar nicht so viel Visage oder Visage, wie auch immer man es ausspricht, gesehen. Nicht in der Gruppenphase. Daher wundert mich das Ganze, aber Navi wird sich schon irgendwas dabei denken. Nehmen wir einfach mal an. Auf der anderen Seite, wir haben Doom. Doom natürlich ganz genial, wenn er das Doom wirklich schafft auf Ravost, bevor er seine Chrono rausbringt. Das wäre natürlich ganz, ganz wichtig. Shadow Shaman, Master of Rewards haben wir gestern in Action gesehen. Also das wäre für mich vielleicht sogar ein besserer Bann gewesen als Badtrider. Wir haben halt gestern gesehen, dass wirklich ein Shadow Shaman deine... Oder Visage, ne? Also Visage verstehe ich jetzt auch nicht wirklich. Und nach den eigentlich letzten 10, 15 Spielen, dass die da, die haben, also Cloud9 hat jetzt schon zwei Helden mit der höchsten Winrate. Also Doom und Shadow Shaman, die in der Combo. Doom kriegt einen Blinkdagger, kann auf Rost initiieren, kriegt einen Doom ab, Rost macht nichts mehr. Dasselbe kommt dann auf dem Shadow Shaman, der hat einen wundervollen Hex, ja. Sie sind anderthalb Sekunden fast auf Level 1 und wenn es maximal 3,5 Sekunden, das ist auf jeden Fall der Disable, der da rauskommt. Also ich finde jetzt schon Cloud9 favorisiert. Also die beiden Helden haben wir ja, wie gesagt, öfters gesehen, in der Combo oder auch alleinstehend, Ja, immer gerade die effektiv. Chinesen, da ist der Doom sowas von populär. Da ist halt fast jedes Mal in der zweiten Bannstage entweder gebannt worden oder er kam dann halt wirklich durch und ist gespielt worden. Auch dasselbe mit Shadow Shaman. Also Shadow Shaman ist ähnlich bei Maus zum Beispiel. In den ganzen Maus-Spielen zum Beispiel hat Misery auf dem Shadow Shaman so gute Arbeit geleistet. Wenn immer die einen Shadow Shaman hatten, haben sie das Spiel gewonnen und dann hat irgendwann mal der Gegner angefangen, halt Miserys Shadow Shaman zu bannen und ja, dann fing es an, nicht mehr so gut zu sein und schade, dadurch sind die Jungs raus. Unsere letzte deutsche Hoffnung ist, wie gesagt, Kuroki. Ich habe es auch überhaupt so gesagt, wir haben in den beiden Teams schlummern halt wirklich so viele Hoffnungen für so viele Nationen da draußen, weil ansonsten haben wir halt wirklich nur China und okay, bei Mushi haben wir noch Malaysia und so weiter, aber es ist halt wirklich Ukraine, Estonia, Romania, Sweden, Germany. Das sind die ganzen Länder, wo wir halt auch Kanada. Kanada ist genau Kanada. das. Ja, Kanada. Kanada. Die in der Dunkelheit Angst haben. Hey, hey, Vorsicht. Habe ich gehört, ja, also das habe ich nicht behauptet. Das muss ich zitieren. Also es ist nicht von mir. Bitte greife nicht mich an. Nein, bitte meine kanadischen Leute nicht angreifen hier. Wie auch immer, aber ja, deswegen müssen wir halt wirklich sehen, welches Team hier durchkommt. Wenn es Navi durchschafft, dann bleibt es halt bei Estonia, Germany und Ukraine. Die freuen sich dann, dass es halt keine Chinesen weitergeschafft haben, da in dem Fall, aber bei, ja, bei Cloud9 sind halt auch eine ganze Menge Nationen nicht mehr so
ja, nicht mehr so bei von der TI dann überzeugt. Obwohl am Ende, ich denke, wenn wir gerade Nubi-Spiele gesehen haben, obwohl sie relativ gut executed und teilweise sogar pragmatisch gewirkt haben, es war doch Hype da. Also gestern die Spiele, die haben mir als Caster schon richtig Spaß gemacht. Wenn ich sie im Couch-Modus wahrscheinlich irgendwo genossen hätte, wahrscheinlich noch viel mehr. Absoluter Wahnsinn. Also muss man so sagen, ich denke, dass auch ein chinesisches Finale richtig gut werden kann. Also da schauen wir mal. Aber nichtsdestotrotz, meine kleine insgeheime Hoffnung ist ja immer noch, dass Navi das Ganze irgendwie durchschafft. Einfach aus dem Grund, dass Navi als erster, zweiter und erster sozusagen hier wieder zurückkommt ins Große. Auf der anderen Seite, vielleicht ist es für die Jungs auch ganz gut, hier zu verlieren, damit sie ein bisschen ihre Einstellung auf die ganze Sache ändern, weil ich denke halt wirklich, was Übung und so weiter betrifft, da haben die Chinesen einfach den westlichen Teams viel, viel Nicht nur die voraus. Chinesen, nicht nur die Chinesen, also allgemein, du brauchst, die campen, die sitzen den ganzen Tag am Rechner und zocken als Team halt, ne? Und Navi denkt, nimmt das auf die leichte Schulter, denkt sich, ja, wir waren jetzt die letzten drei TIs immer ganz vorne, ne? Machen mal dieses Jahr genauso. Und die bootcampen nicht davor, die trainieren nicht davor wie alle anderen, also so hart, ne? Und auch am Draft. Ja, es gefällt mir halt eben nicht, die Vorbereitung. Naja, wir immer müssen wieder zurück in den Draft. Die zweite Bandsession ist abgeschlossen. Wir haben Naga-Siren raus, okay. Verstehe Also das da nicht. kommt ein fetter Core, geht weg. Dafür haben sie sich aber gleich Morphling geholt. Auf der anderen Seite wurde noch ein Support für Navi gebannt. Das ist Ancient Apparition. Hätte ich ehrlich gesagt nicht gesehen. Nicht nach Mirana und Enchantress. Aber ja, warum nicht? Es wäre halt ein guter Setup für Void. Wir hätten halt Chrono Ice Blast, wir hätten Arrow Ice Blast etc. Und auch natürlich mit Enchantress Slow wäre es ganz easy gewesen. Aber jetzt wird es ganz interessant. Also ich meine Morphling, okay, Morphling braucht eine ganze Menge Farm. Wir müssen schauen, ob er Shotgun spielt oder halt wirklich komplett nur Stats-based Core. Oder ja, mal schauen, wie viel Navi halt ihn wirklich disablen kann über das Spiel hinweg. Aber viel interessanter ist natürlich Enchantress, okay, Puppies Tool als solches. Und jetzt Elder Titan. Elder Titan. Der Naga-Pick, den hätte ich jetzt persönlich niemals im Leben gebannt. Naga wäre jetzt ein Held für Cloud9, der in dem Setup, den die jetzt schon haben, ein Doom und ein Shadow Shaman auf jeden Fall, ja, das kommt nicht in Frage. Du pickst keine Naga, es sei denn, du willst wirklich ultra greedy gehen, Ja, aber das du machst hast du ja halt gestern nicht, bei ne? EG gesehen. EG hat das genauso Du hast versucht verkackt, und ne? Du hast halt gesehen, aber ein EGs Lineup war perfekt für eine Naga, das ist Navis Lineup jetzt nicht. Ich meine, Cloud9's Line-up, die haben halt jetzt erstmal zwei Helden offen und wenn du da jetzt schon einen Lager reinpickst, dann machst du wirklich Greed pur zu 1000% und da kannst du lieber was anderes bannen, weiß ich nicht. Also Morphling ist super und auch wirklich extrem stark. Ember Spirit, Wahnsinn. Also die haben auf jeden Fall jetzt schon also den Wahnsinn, Greed nicht kommt Greed, auf aber alle Damage Fälle Output. raus. Ja, Guck aber dir den trotzdem, Damage Ember Spirit braucht eine Output an. ganze Menge, Morphling braucht eine ganze Menge, also Cloud9 hat hier ein gutes Morphling Spiel hat. durchzubringen. Wie gesagt, Navis Naja. Pushing-Potenzial ist halt jetzt auch nicht so groß. Es ist eine Enchantress da mit zusätzlichen Creeps und so weiter. Also, wie gesagt, Navi mit dem Interesse, ihr eventuell das Spiel zeitiger zu beenden, denke ich, schlägt halt auch ein bisschen fehl. Muss man einfach mal schauen, wie das Ganze hier durchgeht. Void ist natürlich gut gegen Ember, wenn du ihn kriegst in die Chrono. Gerade weil die meisten Ember halt wirklich Glass Cannon spielen, teilweise sogar noch Drums überspringen, einfach nur mit Faceboot und dann direkt mit einem Battlefield Rush spielen. Also 4 HP bringt halt Ember nicht mit in der Void. Chrono müsste das Ganze reichen. Wie gesagt, das ist natürlich eine ganze Menge dasselbe von draußen da. Wie gesagt, Doom vor der Chrono wäre interessant. Shadow Shaman könnte halt noch von außerhalb der Chrono immer noch mit Hex und Shackle arbeiten. Morphling, okay, könnte ein bisschen Verzögerung mit seinem Strike machen. Aber ja, aber so große dasselbe gegen Void ist halt auch nicht da. Außer, wie gesagt, die beiden ersten Picks. Reicht voll und ganz. Also Navi hat nicht unbedingt den besten Disable außer eine Chrono und wenn die sitzt, dann ist natürlich Ja. alles weggeschnetzelt, aber an sich Mirana, die hat kein Setup hier. Sie haben Enchantress zwei bist du jetzt Slows. halt nicht wirklich, ja, aber ein Slow. Ja, sie Du haben kannst zwei trotzdem Slows, das ist noch nach links und nach alles. rechts laufen und das reicht auf jeden Fall nicht. Du brauchst ein besseres Setup als eine Enchantress mit einem Center Conqueror sieht das dann halt wieder anders aus. Da hast du dann wirklich ein richtiges Setup, ein gutes Setup. Jetzt mit Lina auch. Finde ich persönlich ziemlich nice. Lina ist absolut stark. Ist auch zum Beispiel ein extrem guter Mid-Hero. Wird nie, also das ist jetzt hier Dota 1, wurde damals immer in der Mitte gespielt. Jetzt auch hier der Ulti-Buff von ihr, ne? Das sind 60 Sekunden, glaube ich, ne?
Und du kannst rumlaufen und alles zermetzeln mit der Laguna Blade. Also allgemein auch Plus Disable es und geht der durch Nuke. BKB jetzt durch mit Ja? Arcanums und Ist klasse. etc. Also, es ist ganz interessant, aber trotzdem, also für mich sieht der Draft sehr kunterbunt aus, währenddem Cloud9 einfach auf bewährte Sachen zählt. Wir haben jetzt noch Jhin Protector wurde rausgebannt und Skywrath Mage gegen Na'Vi. Okay, Skywrath Mage konnte ich wirklich verstehen, weil, ja, Elder Titan und Das dazu. tut weh. Aber jetzt Earthshaker noch oben drauf. Das heißt, wir haben noch mehr Disable, noch mehr Stun. Wir haben jetzt zwei in Snare, sind Hex. Wie gesagt, wir haben noch Earthshaker Stun, multiple Stuns als solches. Wir haben Doom, Kann sich eventuell das mit dann Initiate erfressen, ne? Stun plus Doom. Es ist halt, auch für die Lina fehlt mir halt so ein bisschen der Setup. Das ist Lina Stun zu treffen, ist halt, ja, eine Wissenschaft für sich. Muss das Timing gut stimmen Also, okay, vom Draft her gebe ich definitiv Cloud9 hier Das ist die offensichtlich. besseren Cloud9 Karten. hat den besseren Draft. Der Elder Titan Pick gefällt mir persönlich ganz und gar nicht. Vor allen Dingen ist sein Passiver ja da auch jetzt nicht unbedingt der beste gegen den Doom, gegen den Ember Spirit oder einen Morphling. Morphling Naja, vielleicht wenigstens besser im Late Game, Lina aber profitiert gut davon. naja. Wie auch immer, das wird auf jeden Fall schwer zu exekutieren für Na'Vi. Ist aber auf jeden Fall nicht unmöglich, das um Gottes Willen. Also da kann man definitiv einiges machen. Und Na'Vi setzt Dendi mit Mirana in die Mitte. Okay. Ja, wird definitiv interessant. Okay. Also, es ist wirklich Kuroki, Lina, Chavos spielt auf dem Void, Dendi, Mirana, dann Puppy natürlich, Enchantress. Ob wir da wieder Harpy-Plays sehen, eventuell sogar ein Oh. First Blood, das wäre natürlich genial. Und Fnatic ist hier der Letzte. Er spielt in älter Zeit, dann wird er in der Offlane zu finden sein. Ja, und für Cloud9 sieht das Ganze dann so aus, dass wir Eternal Envy auf dem farmenden Morphling haben, unterstützt von Aoi mit dem Shadow Shaman, der ihr gerade fröhlich wardet. Wir haben es, Sing Sing sag ich schon, aber doch, ich bin richtig. Tut mir leid. Das Sing Sing auf dem Ember Spirit in der Mitte, Pyladai auf dem Earthshaker, einer seiner Signature Heroes, absolut starker Earthshaker-Spieler, wundervoll, und Bone Seven auf dem Doom Offlane. Ja, yep, definitiv. Und Sie sagen gerade hier, Audio funktioniert fein, aber nicht wirklich. Ich habe kein Audio. Ja, Audio ist komplett weg. Also Spiel bei ohne mir. Audio. Good job, Volvo. Audio works fine, sagt er. Ja, Audio works fine. Nicht für uns. Ich habe auch Nicht. keinen Sound. Was ist das denn hier für ein Quatsch? Ich habe Ja. das Horn. Ja, das Horn haben wir. Das Horn, das ist das Letzte, was wir hören wollen. Furchtbarer Sound. Obwohl er für den Hype im Stadion ist er eigentlich ganz gut, muss man sagen. Also, das ist richtig geil, wenn du halt siehst. Ich habe einen Aber Fischer schau dir gehört. mal Pennant-Besitzer an. 26.900 steigen, Cloud9 1.600. Da siehst Fanboys, du, ne? wo die Fans halt liegen. Kuroki wird jetzt hier eine Haze schon finden. Das ist eigentlich für eine Lina ganz interessant. Hat jetzt natürlich Light Strike Array schon geskillt, der Stun soll rauskommen, nimmt jetzt die Haste schon und in der Offlane, wie gesagt, Doom, da muss natürlich ein bisschen aufpassen am Anfang, wir erwähnen es immer wieder, er hat halt nicht viel. Hier das Seitencamp, ja, Kuroki wird es blocken, auf alle Fälle, dass Doom sich dort halt mit dem Devourer keine Aura holen kann. Und in der Mitte ist Ravost Gegen gegen Ember Sing Spirit. Sing, also das wird definitiv interessant und zack, da sehen wir schon die richtige Antwort, Flameguard kommt raus und da ist nichts, was Ravost als solches dagegen machen kann, Das absolut gar ist nichts. leider kein Ursa, der da gegen Ember Spirit in der Mitte steht. Ja, wenn er ein paar Lucky Bashes hat, kann das doch aber ziemlich böse enden für Sing Sing. Und der Enchantress Support kommt jetzt auch mit dem Creep. Die Waves werden auf den Sing Sing gespawnt. Der Harass von dem Creep. 52 Tank Damage tut weh, Level 1 Sing Sing. Sollte es da vielleicht nicht stehen, ja, macht das ganz gut, ihn auszusauen und Revolver ein bisschen Farm zu generieren, finde ich auf jeden Fall ziemlich nice. Braucht er auch, also Und definitiv. der Sound ist jetzt auch da, also ja, es war wirklich nur am Anfang, war es ein bisschen still. Da habe ich gedacht, oh, was ist denn hier los? Aber jetzt haben wir es, wir hören hier, wie die Creeps ihre Schwerter heben, Wir haben auf gegeneinander jeden brechen. Fall, oh guck mal, da kommt der erste Lucky Bash in der Mitte. Sing Sing, Sing Sing, ja, ist auf jeden Fall auf ungefähr 75%, muss die Salve benutzen. Der hat ein Poor Man's Shield, aber das Poor Man's Shield, das scheint ihm nicht wirklich viel zu bringen. Void auf jeden Fall einer mit der stärksten Ja. Helden am Anfang, ne? Also Und der vor allen haut Dingen ordentlich hier rein. Shockwave, also der Satire. Da gibt Und nicht nur die wieder schöne Bash. Aura natürlich an Revost, das sind 4 HPS, die da rauskommen, also 4 Health Regen pro Ja, Sekunde, nice. sondern es ist natürlich auch Shockwave, die eine ganze Menge ist. Jetzt versucht Sing Sing da hier einen Hit zu geben, aber da rennt natürlich auch raus. Das ist das Gute an Enchantress, Wow. teilweise, aber Morphling kriegt den Kill auf Fnatic. Okay, das war absolut
Unerwartet. Das war Level 1 Shaker plus Wave und Eat a Shark. Was hat Funnik dort am kleinen Camp gemacht? Das habe ich jetzt nicht richtig verstanden und haben wir natürlich auch verpasst. Wunderbar. Also ja. Ich hätte nun wirklich gedacht, dass er ganz passiv in der Lane steht, aber ja, er fehlt hier den First Blood weg. Das ist definitiv kein guter Start. Kriegt jetzt noch ein paar schöne Hits rein in Aoi, aber ja, kein guter Start für die Offline. Und natürlich Eternal Envy ist der, der den guten Farm braucht. Ich habe schon in den anderen Cloud9-Spielen oft gesagt, Eternal Envy ist ein Spieler, der braucht einen guten Start. Das ist einfach statistisch... Der geht auf, wenn er einen guten Start hat. Also ja, das... Keine Ahnung, er kommt wirklich, ist wie vom anderen Stern, wenn er plötzlich anfängt, keine Ahnung, irgendwelche Gang-Quotations und so weiter zu kriegen, dann scheint es mir immer so, er ist ein bisschen frustriert und dann funktioniert es mit den Farmen nicht ganz so gut. Wenn er aber halt, wie gesagt, einen guten Start bekommt, dann ist Envy halt, ja, ich sag mal. Ja, definitiv, da stimme ich mit dir überein und das merkst du auch an dem Gameplay. Das ist halt eben, weil er so ein passionierter Dota-Spieler ist und er liebt das Spiel wirklich so sehr, dass ihn das wirklich wehtut quasi, ne? Das ist krass, aber ja, wieso nicht, auf jeden Fall. Die Geräusche, die wurden, habe ich glaube ich am ganzen Anfang geholt, gehört, wegen den Sounds. Die haben jede Menge Sounds removed am Anfang, also die haben die rausgenommen. Ja, yeah, auch der Roshan-Bash-Sound zum Beispiel über der Inferno. Weil du das hörst durch die Booths, durch die Kabinen, in denen die sitzen und dementsprechend. Der Tobi war ja auch letztes Jahr so ein Schwein und hat es im Endeffekt verraten im All-Star-Match, dass die rauschen, das war auch gemein. Ja, definitiv. Also es ist ja kein Geheimnis, auch zum Beispiel bei Starlatte und so weiter gab es dann viele, viele Beschwerden hinterher, dass in den Spielen, dass die Spieler halt solche Key-Events im Spiel teilweise dann mitbekommen und es ist halt nicht so optimal, wie soll man das sagen, weil gerade ein Roshan kann halt ein Spiel entscheiden. Wir haben so viele Spiele schon gesehen an einem Roshan, um einen Roshan drum, lange Fights um Roshpit und so weiter und wenn da das gegnerische Team halt wirklich keinen Schimmer hat und dann plötzlich der Caster schreit so Roshan und das hörst du durch die Booth durch, das wäre natürlich nicht so optimal, aber jetzt hier eine Haste schon Highlight auf. Funnik steht da alleine rum in der Gegend, Level ja, 1 auf Level 1. Nur die Auto-Hits rein als solches und das war's. Sing Sing sagt da mal Hallo so, hey, wenn du hier näher kommst, dann gebe ich dir Chains und das wäre dann so ein bisschen... Ja, suboptimal für Funnik. Als solches, naja, er hat Level 1 Astro Spirit, das ist alles, was er hat. Er hat sonst noch überhaupt nichts hingekriegt. Dann dazu noch First Blood gefeedet. Also, er wird alles andere als ein gutes Spiel hier haben. Ja, das ist kein gutes Spiel für Funnik und das ist der Elder Titan. Der macht meiner Meinung nach in dem Meta nicht wirklich viel Sinn. Beziehungsweise, du musst halt wirklich das richtige Lineup im Gegnerteam haben, damit er extrem effektiv wird und... Das ist schon genial, zum Beispiel, wie gesagt, für eine Lina, es ist ein schöner Lane-Harass und so weiter, aber wie gesagt, mit keiner XP bekommen, schöne Lane-Control hier von Eternal Envy und natürlich schöne Pose von Aoi. Aoi natürlich auf meiner Liste, zumindest in meiner Welt, einer der besten Support-Spiele, hat zwar da auch gute und schlechte Tage, aber wesentlich konstanter im Vergleich. Aber jetzt haben wir eventuell einen Go auf Bone 7 und sie wollen auf Kuroki mit Scorch, Earth, allem drum und dran. Aber sie müssen sich zurückziehen. Am Ende ist Danny hier das Target. Hier kommt er schnell ins Näher, aber Scorch Earth ist immer noch da. Oh, er blockt 25. Mit dem Der Thunderclap. Es macht eine ganze Menge Schaden, aber er schafft es halt einfach zurückzuziehen. Es sind 25 HPS und das siehst du einfach mal. Sie haben es wirklich geschafft. 3 Leute hier komplett low zu kriegen, beziehungsweise nur Kuroki. Danny muss sogar zurück zur Fountain gehen. Da freuen sich jetzt die Supports über ein bisschen mehr XP, aber trotzdem, es sollte eigentlich eine Farming Mirana sein. Und jetzt, sie wollen Funnik. Er ist jetzt Level 2, aber natürlich, Herrgott, Natural Order bringt er als solches auch nicht viel. Shadow Shaman als solches, als Support hier in der Duelane mit Morph, hat sogar mehr XP bekommen durch die Pulse an der Seite. Also wenn es so weitergeht, dann wird hier wirklich der Druck auf den T1 Tower auch wachsen. Jetzt kommt zum Beispiel als nächstes, glaube ich, kommt. Nein, kein Siege Engine. Okay, ich hätte gedacht, 6 Minuten, es müsste eigentlich dann bald wieder eine spawnen und dann müssten sie ja wahrscheinlich ein Go auf den T1 Tower starten. Warum nicht? Die freie Lane, ne? Also da unten, der Fanny kann da nicht wirklich viel machen und wir sehen auch die ganze Zeit, der Tower hat schon 400 HP verloren ungefähr. Und der Double Damage Shadow Shaman mit Sicherheit jetzt hier die Creeps irgendwie Aether schocken wird er nicht, nein. Ich weiß es nicht. Sie werden vielleicht auch warten, bis der Shadow Shaman. Und in der Mitte haben wir hier einen Go, da war ein schöner Arrow, aber Pilot Eye wäre noch zur Not da gewesen und wie gesagt, Remnant holt das Sing Sing raus. Jetzt geht er wahrscheinlich, ich weiß nicht, geht er zurück in die Base. Remnant erstmal unter den Tower, läuft manuell zurück, also benutzt nicht sein TP. Okay. Finde ich ganz interessant. Ich meine, er hat Boots, es geht relativ schnell, ist halt, wie gesagt, du sparst ja die Hälfte der Zeit einfach aus dem Grund, dass du
den Remnant zurück hast. Okay, und er kommt halt mit einer vollen Bottle. Und das sehen wir jetzt auch. Ja, du benutzt noch die zwei Bottle Charges und zack, Remnant zurück, findet sich wieder in der Mitte. Und da muss jetzt auch Ravost aufpassen. Da ist eine Fischer, Level 2 sogar. Also da hat sich Earthshaker auch ganz gut XP geholt. Und jetzt, zack, da ist es. Aber Time Walk über die Fischer drüber. Ohne Probleme kommt Ravost da raus. Aber trotzdem, gegen Flame Guard kannst du halt nicht viel machen. Und wie gesagt, Sing Sing maxt das auch alles aus. Du, schau dir mal das Skillbild an. Aber er gewinnt die Lane hart, ne? Er ja. hat viel mehr Farm. Der 1000, Ravost hat 1000 mehr Farm. Als yep. der, als Sing Sing. Und hat auch eine Midas, ist momentan Navis bester Farmer im Endeffekt. In der Mitte. Das ist stark, sogar was ziemlich nah an, was Eternal Envy hinkriegt. Ja? Eternal Envy ist absolut ungestört, während dem in der Mitte Sing Sing halt und noch Pilot deine ganze Menge dagegen machen und trotzdem schafft es halt Ravost hier wirklich viel an Farm zu finden. Also das sieht man. Envy hat auch keine Midas gebaut. Normalerweise sehen wir auf Envy, Envy ist eigentlich immer greedy, ne? Midas ist bei ihm Standard, aber diesmal hat er sich gedacht, ich mach keine Midas, okay. Fast Lincolns aber und dann Pilot Die will eventuell wenigstens die Clarity interrupten, das hat aber jetzt auch schon der Creep gemacht. Also Ravost, wie gesagt, macht sich gut, wir müssen einfach mal schauen, wann genau hier ein Start passiert. Also bisher haben wir. Drei Center Conqueror. Wow, zwei. Macht das zwei. Jetzt ist er eine Tod, ist gerade gestorben und sie wollten hier Funnic diven. Da ist aber natürlich noch Astro Spirit und alles drum und dran. Oh, guck mal, von ein bisschen kommt Schaden, aber jetzt, oh Gott, sie finden hier. Da ist der Stun auf Pilot. Der hat noch keinen Cast durchbekommen. Jetzt, er kriegt noch die Fischer durch. Ein Hit fehlt. Am Ende Sing Sing ist aber natürlich noch mit von der Partie. Funnic hat nicht viel, hat. Keine Ahnung, kommt da noch irgendwas von hinten rein? Ja, da kommt Ravost, da versuchen sie eventuell was, aber Chrono findet Aoi und damit holen sie sich auch noch den Support. Am Ende ist das ein 2-2-Trade hier. Kann Support für Support. Und ja, nee, aber Doom zur gleichen Zeit findet Dandy Kill hier. Also Dandy war richtig low, das war das erste Doom, was da rausgekommen ist, dieses Spiel, aber jetzt hier, Bone Seven, da muss er natürlich aufpassen, er versucht sich hier durchzufressen, aber oh, Kuroki, das ist genau das, was ich meinte, und sie haben keinen Stun, er tippt einfach raus, schade, schade. Gutes Spiel von Bone Seven, das. Aber Ravost muss hier aufpassen, Eternal Envy bringt ihn richtig low, da ist eine Waveform. Fertig, in 2 Sekunden, aber Time Walk. Er benutzt Time Walk, geht raus und das bedeutet für ihn zurück zur Fountain. Also am Ende Cloud9 tradet hier ein bisschen besser. Es ist 4-2 stets, 3-2 war es halt nach dem 2-2 Trade mit dem First Blood, den Funnic da weggegeben hat. Und jetzt sagt Dandy erstmal in der Mitte Hallo, also in seiner originalen Lane sozusagen. Was denkst du, Colossus Haste direkt in Maelstrom? Midas? Midas wird das wahrscheinlich sein. Also ich denke nicht, dass er Maelstrom wird oder halt wirklich. Direkt als erstes Item Maelstrom. Ja, aber jetzt hier kommt eine Rotation rein in den Tier 1 Bottom Tower zur gleichen Zeit. Na, aber kein Go auf Bone 7 und da benutzen sie Moonlight Shadow sogar Eternal Envy. Oh, sie versuchen den Deny, aber Eternal Envy kriegt die ganze Sache Ravost. Keine Ahnung, vielleicht hätte er versuchen sollen, mehr auf Eternal Envy da zu hitten, ein paar Bashes zu kriegen, dann den Deny, aber schade, es hat halt nicht funktioniert. Kein Bash auf Eternal Envy und der Deny ist auch fehlgeschlagen. Plus 135 Gold, einfach mal down von Ravost. Und gegen Eternal Envy, gegen den gefarmten Morph, wie gesagt, er hat einiges an Stats jetzt. Er hat Agility, PTs, plus noch Basilus. Also er hat ein 81er Right-Click als solches. Das ist... Naja, eine ganze Menge für Morph. Also Morph ist meiner Meinung nach auf jeden Fall mit der stärkste Late-Game-Carry. Der Held ist, also der ist so ungefähr so wie Weaver, da musst du mindestens 3+ Leute investieren, um den dran zu bringen, weil Strength Morph for the win, das ist einfach so stark. Wer ist hier top? Schau dir mal an, der Smoke. Es ist Sing Sing, geht hier auf die Jagd. Der wird aber 3 Leute finden, aber auch 3 Leute mit sehr wenig HP. Das ist das Problem. Also Kuroki stirbt schnell, das sind 600 HP. Alleine Chains und Flameguard-Ticks, vielleicht mit einer Fischer. Das ist schon ein Easy-Kill. Bone 7 hätte auch sein Doom noch ready. Aber es ist, Navi ist jetzt hier schon unter Druck. Sie kommen nicht rein ins Spiel. Ravost ist wirklich der Einzige, der irgendwas hat, aber Eternal Envy erfarmt weiter, geht jetzt hier auf den Tier 2 Tower. Zur gleichen Zeit haben wir hier Cloud9, die eventuell oben an den Tower ankloppen. Da haben wir halt noch Sing Sing, der farmt noch ein bisschen CS. Es sieht halt nicht gut aus. Auch Puppies Plays waren bisher noch nicht so optimal. Er konnte mit den Creeps weder pushen und auch der Thunderclap oben hatte halt noch nichts zu nichts geführt. Er hatte nur Schlimmeres verhindert mit dem Endsnare und dem Troll Summoner. Das war's dann aber auch. Wie gesagt, Funnic Level 6 jetzt. Aber Herrgott, Ravost hat viel mehr, aber oh Gott, Dandy. Bye bye. Ja, Dandy ist auf alle Fälle tot. Das ist Doom, Chains, so viel Schaden. Das ist auch Flame Guard. Der Damage over Time ist halt auch krass. Aber jetzt hier, haben wir ein Go. Das Problem ist aber, Puppy. Ja, Puppy muss da hier zurück. Sing Sing sagt Hallo. Das gesamte Team zieht sich zurück. Okay. Ravost hat da halt auch Hallo gesagt. Aber das Problem ist, Cloud9 geht Ravost einfach aus dem Weg. Die machen das richtig. Die holen sich die Kill auf den Heroes, wo sie es können, ohne Probleme.
und Ravost gehen sie einfach aus dem Weg. Ja, und währenddessen farmt sich der Morphling hier wund und weich. Also das ist definitiv nicht unbedingt die beste Strategie gegen den Morphling da, den einfach komplett zu ignorieren, weil der wird dich zerstören. Der, wenn du den in der Ruhe lässt, gib ihm 25 Minuten und dann kannst du GG callen. Also da bin ich mir auch nicht sicher, ob eine Chrono genug sein wird mit einem gefarmten Ravost, um den noch gefarmteren Morphling, der hier jetzt gerade die Stacks, ja, Stacks-Camps für ihn macht. Also das noch die Stacks, das ist so böse. Wahnsinn. Es ist, er ist komplett in Agility rein, schau das mal an, 283 HP. Da muss er noch auf die zweite Waveform warten, damit holt er sich das Stack. Ja, und da hat er, die beiden Stacks sind down, das war ein Double-Stack. 280 HP. Ja. Ja, voll Agility, nice. Einfach YOLO. Er braucht ja nichts befürchten, Pilot da ist der da zur Not und Navi, ja, sind auf ihren eigenen Jungle begrenzt, in der Mitte muss Dandy sogar aufpassen und das Problem ist halt auch gerade Doom. Doom gegen Dandy ist so effektiv und Doom ist schon wieder da in 10 Sekunden und das noch viel Schlimmere ist halt, oh, jetzt haben wir den Go auf Aoi, er ist noch nicht Level 6 und wird das auch jetzt nicht sein, da ist noch ein Starstorm, aber, oh, die Fischer trifft hier beide auf Ravost, aber jetzt ein Stun hier auf Sing Sing, da muss er natürlich aufpassen, oh, da ist... Das erste Mal, dass wir richtig gesehen haben, Ravost kriegt jetzt das Doom ab, noch ein Shockwave hinterher, müsste das aber überleben, er hat 580 HP jetzt noch, also da holen sie sich einen schönen Trade, aber zur gleichen Zeit natürlich ist Eternal Envy hier schon am Tier 2 Tower, der Gute ist schon fast auf 30%, Kuroki muss da aufpassen, Waveform und so weiter, das ist viel zu viel Schaden, aber Eternal Envy hat natürlich Replicate gehabt und findet sich jetzt einfach wieder in seinem eigenen Jungle, ganz easy, Navi aber, ja, Roshan heißt, schöner Stun vom Arrow. Und jetzt müssen wir halt mal schauen. Puppy versucht das Ganze zu tanken. Er hat Level 3 Untouchables. Auch ein ganz interessantes Bild. Also Nature Attend ist nur 2 Punkte drin. Enchant für Roshan gemacht worden, hundertprozentig. Die haben den auf jeden Fall geskillt, Untouchable, damit sie halt early Roshan gehen können. Yeah. Dann kannst du Roshan so easy peasy tanken. Du siehst das auch gerade. Der kriegt keinen einzigen Hit raus, weil von hinten wird er die ganze Zeit. Oh, jetzt hat er einen geschafft. Oh, Roshan hat seinen ersten Hit auf Puppy durchgebracht, aber jetzt, oh, armer Roshan, schau dir das an, so lang, scham. Von hinten, er wird einfach nur gestunt jedes Mal und jetzt, oh, er hat wieder einen Hit geschafft, also, das ist der zweite Hit, den Roshan hier schafft in dem Spiel. Come on, bitte rein! Oh, drei, aber jetzt, dafür stirbt er auch, armer Roshan und die Aegis geht an, Ravost. Ravost kann auf jeden Fall game-changing für Navi sein. Also Navi ist definitiv meiner Meinung nach so ein bisschen im Hintergrund gerade im Moment. Cloud9 farmt besser, vor allen Dingen auf ihren Cores haben sie deutlich mehr als Navi, ja, und sogar die Offlane ist halt auch im Endeffekt im Late Game kannst du zum Core mutieren, Doom, gefarmter Doom, macht halt Utility Items, aber trotzdem. Wir haben Sing Sing, Glass Cannon, Eternal Envy, eventuell mit Shotgun oder Heavy Stats Build. Wir haben in Doom voller Armor und so weiter. Wir haben dann Pilot Die nochmal mit Burst Damage. Wir haben dann aber Master Open Worlds gegen Tower und so weiter. Es ist, wie gesagt, Chrono. Vom Draft her, naja. Nur die Chrono, also wenn das Einzige, was Navi hier wirklich gut helfen kann oder Cloud9 wirklich in Bedrängnis bringen kann, ist eine 3-Mann-Chrono. Wenn du wirklich 3-Mann erwischt, dann kannst du den Teamfight gewinnen, da bin ich mir relativ sicher. Dafür hat Navi das Line-Up. Du hast eine Enchantress mit Impetus im Hintergrund auf die Heroes kloppen, dann der Elder Titan kann da gut in die Chrono fungieren. Du hast eine Mirana, die Arrows reinwerfen kann, inklusive Lina. Also wenn das eine 3-Mann-Plus wird, dann wird's gefährlich für Cloud9. Wenn aber 2-Mann wird, dementsprechend ein Earthshaker oder ein Shadowshine nicht drin sind, dann wiederum wird eine Chrono, könnte böse ausgehen für Navi. Ja, yep, definitiv. Und wir sehen, Cloud9 akkumuliert sich hier im Top Tower. Der Hammer Bone 7 steht schon da. Zur Seite ist Aoi, der jetzt Level 6 ist. Das heißt, wir haben Master Open Worlds draußen. Wir haben Sing Sing im Hintergrund, versucht sich da noch Out of Vision zu halten. Es ist aber jetzt Tageszeit. Das heißt, er wurde auf alle Fälle gesehen. Pilot Die steht da auch noch im Hintergrund. Sie bleiben wirklich ganz weit hinten, dass dann halt nicht viel gesehen wird. Aber ja. Also mal schauen, ob Navi sich hier entscheidet, wirklich zu defenden, weil Kuroki stirbt auf alle Fälle, ganz easy, da brauchen sie nur eine gute Fischer, Remnant rein und Chains, das müsste eigentlich schon ausreichen und jetzt haben wir es, Master of Awards kommt raus, der erste Tier 1 Tower hat Probleme und jetzt im Moon Shadow wird benutzt, Kuroki ist schon alleine low, Dandy jetzt, hier hatten sie Vision und da kommt eine Fischer, aber jetzt, oh die Chrono, ah, der kriegt die Chrono nicht durch, das ist das größte Problem, jetzt wird er hier auch noch, oh Gott, der Arrow trifft absolut nichts. Dasselbe für Phanix Ultimate, aber am Ende, ja, wenigstens Aoi geht down. Sing Sing versucht jetzt hier mit Chains zurückhalten. Ravost versucht dann doch mehr oder minder zu sterben, aber er will dann doch nicht so richtig jetzt. Mit der Fischer geht die Aegis down und sie haben ihren Tower defended, haben die Wards weggefarmt und haben einen Kill auf Aoi bekommen. Also,
Ganz interessant, dass da nicht mehr Commitment kam von Cloud9, aber warum sollten sie auch? Wir haben Eternal Envy erfarmt, wie ein Verrückter. 8600 Networth, arbeitet hier jetzt am zweiten Tower in der Mitte. Absoluter Wahnsinn. Hat er sich den ersten Tower... Nein, den ersten Tower hat den Last Hit nicht bekommen, das und hätte ihm natürlich geholfen, aber jetzt geht auf Kuroki noch ein Hit, na, Adaptive Strike, ohne Probleme und Replicate raus. Ja, also, Kuroki war leider nicht vorsichtig genug, da hätte der mal ins Inventar vom Morphling schauen sollen. Ne, der kann auf jeden Fall gut Tower tanken, er macht auch gut Schaden mittlerweile. Mit einem Linken, da ist auf jeden Fall nicht zu unterschätzen und das hat Kuroki gerade getan und er hat sich halt easy Kill abgeholt, ne? Das ist halt, sie kreieren hier wirklich, wirklich ganz viel Raum für Eternal Envy, ne? Also wenn der jetzt noch... Robos ist jetzt hier gesehen, da kommt noch ein Level Death raus und hier oben eine neue Rotation jetzt. Sie suchen nach einer Chrono. Pilot Die und Sing Sing soll das Target sein. Danny muss hier wirklich aufpassen. Er hat noch einen Arrow, da kommt jetzt eine Chrono raus, aber das Problem ist auch, Danny tickt noch runter. Da ist... Oh Gott, Flame Guard, alles drum und dran ist noch da, aber jetzt, oh Gott, er kriegt ihn nicht da und jetzt am Ende Sing Sing stirbt, aber meine Güte, das war so knapp für Dandy. Flame Guard hat da wirklich noch getickt und getickt und getickt, aber jetzt Cloud9 kommt hier wieder zurück und er muss natürlich dann auch Puppy aufpassen, obwohl Bone 7 ist out of Mana. Er hat nur einen Stick Charge, das reicht nicht aus für ein 150er Ultimate und Lina holt sich hier den Kill für Aoi, aber Aoi vorher holt sich den Tower, das war natürlich Laguna Plate, ganz easy Kill, damit hat er es auch auf Level 11 geschafft, bedeutet also das nächste Laguna Plate ist dann, ja. Was auch ganz interessant ist, er geht 4 Punkte auf Fury Soul, also Kuroki, Carry, Lina, Inc. Das ist, das finde ich wirklich super und das ist auch wirklich der einzig gescheite und gute Bild auf Lina. Da der Stun, davon profitierst du nicht. Der Schaden, den du da halt ein bisschen, also ein bisschen 280 Schaden am Ende im Endeffekt. Es ist halt angenehm zu farmen, wenn aber, du 4-4 ja, hast. Ist egal, du hast viel mehr, du bist viel effektiver mit Fiery Soul. Die knallt so unordentlich schnell rein, die Lina, wenn die da einfach den Stun setzt und die Dragon Slave hinterherhaut. Und mit der Ulti dann noch, also dann, die hittet wirklich mit der Mask of Madness und einem Hyperstorm zusammen. Das ist auch nicht wirklich zu unterschätzen und deren Range ist auch böse. Ja, aber Mask of Madness, das werden wir nicht sehen, also das denke ich, ich sag dir, die hittet so schnell wie eine Mask of Madness und einen Hyperstorm zusammen. Wenn du halt diese drei Charges auf Fury Soul bekommst, dann hittest du ungefähr so schnell. Ja, yep. In der Zwischenzeit haben wir natürlich Sing Sing hier mit Double Damage, der farmt erstmal weiter Jungle, also das große Problem ist halt wirklich für Navi, sie verlieren Tower nach Tower. Wir sind ja 20. Minute, es wird Zeit, dass wir einfach mal in die Grafen schauen und das sehen was. Navi hat einen 4000 XP Vorsprung, natürlich, das erklärt sich einmal natürlich hier durch Midas Nummer 1, dann Roshan etc. und sie farmen eigentlich relativ gut, aber wenn wir beim Gold schauen, da kommt natürlich der Tower Vorsprung von Cloud9 ins Spiel. 4000 jetzt, da haben sie auch nach dem letzten Fight, wie gesagt, also die Trades von Cloud9 sind eigentlich relativ unsauber für den Fakt, dass sie eigentlich ein relativ gutes Spiel hinlegen. Das Problem ist aber, auf lange Sicht müssen wir einfach Cloud9 hier besseres Spiel geben, weil sie haben einfach viel mehr Cores, viel greedier Cores und die Cores, die finden natürlich auch entsprechend Farm. Jetzt ist Sing Sing, schau dir mal Sing Sings Itembild an. Point Booster. Ja, der macht einen Skadi, ich habe mich eben schon gewundert. Ich habe einen Point Booster gesehen, als er oben gestorben ist, habe ich einen Point Booster gesehen und dachte mir, okay, ist das ein Casual Point Booster oder ein Skadi? Und er hatte 1600 Gold gesaved und das war dann halt ein Skadi und wird halt auch jetzt ein Skadi werden. Wird er in den nächsten 5 Minuten definitiv in der Farm stetig steigt, auf jeden Fall auch haben. Ja, er hat derzeit jetzt einen 372er GPM, aber jetzt hier unten könnte es auf alle Fälle interessant werden. Oh, jetzt kommt die Rotation rein, Fnatic muss natürlich hier aufpassen, ist ein bisschen nah gewesen. Nochmal ein Replicate drauf auf Doom, sie bereiten sich vor auf den Fight. Puppy wird hier an der Seite gesehen von dem Doom Replicate, sie werden wahrscheinlich vermuten, dass das ein Replicate ist, einfach aus dem Grund. Ja, aber... Oh. Schnappt sich das Ganze. Oh, ja, jetzt ein Doom Replicate, nice. Das ist doch schön. Ein Doom für sich kämpfen zu haben, das ist doch toll. Ja, das Problem ist aber, dass das Morphling kann immer noch dahin. Ja. Auch wenn es deine ist. Das ist das Problem. Echt? Ja. Okay, das ist krass. Also, soweit ich weiß, das Replicate. Das wusste ich nicht. Das funktioniert immer noch. Wie auch immer, sie scouten hier damit aus. Jetzt finden sie hier unten den richtigen Doom am Ende. Das ganze Ding wird zerstört und Navi ist immer noch dabei. Hier kommen hier und da mal so ein paar Hits auf den T1 Tower. Es ist natürlich hier für beide Teams relativ suboptimal. Sie kriegen alle halt nicht sehr gut XP etc. Jetzt hier an der Seite versucht Puppy noch eine ganze Menge zu machen. Die Creeps zumindest ein bisschen zurückzuhalten und so weiter. Die Creeper kommt rein, aber Waveform von Eternal Envy. Ja, keine Ahnung, da hilft auch die Shockwave nicht. Also Navi sieht hier auf den Tower... Naja, Danny kriegt ja erstmal noch eine Fische ins Gesicht, schön mit Creeps noch hinterher, verliert da ein paar HP, Stick benutzt. Revost wartet halt für die beste Chrono seines Lebens, aber ich weiß nicht, ob das wirklich so wert ist. Jetzt haben wir nochmal eine Harpy hier, oh Gott, eine Harpy.
Das Vorsicht, fieseste Harpy Biest, kann wehtun. also das ist wirklich das fieseste Creep aus Dota. Ja, und Wenn da kommt Chen auch oder der. eine Enchantress das haben, bah, Ja, da kommt auch der ekelhaft. Harass, wieder Harass auf Bone 7. Der hat Wie? aber natürlich. Der hat Frost Das kostet Armor. 40. Oh Das Gott. kostet 50 Mana, ne? Wie wär's? Also hast du das jemals versucht, nur mal, oder ihr alle, für zwischendurch, mit Doom HP gegessen und dann die Leute einfach mit dem Chainlight-Ding abzufacken? Das ist 50 Mana, das ist da wirklich nicht viel, Ja, es ne? ist nicht viel. Jetzt kommt hier nochmal ein Slow raus auf Doom, aber am Ende wird er auch nichts. Es geht hier weiter, der Das ist jetzt Harass. Siege. Aber Siege, aber das Problem ist einfach, Sing Sing farmt in der Zwischenzeit hier. Das ist das Cloud9 macht das größte gut. Problem. Die machen das echt gut. Die lassen den einfach farmen, weil die ganz genau wissen, mit Eternal Envy, der sich da vorher einen abgefarmt hat, können sie da easy peasy verteidigen. Weil der, also er hält das wirklich aus. Er hat einen linken Sphere, gleich schon eine Shotgun und im Endeffekt mit der Waveform kriegen die Creeps auch schnell down, ne? Wenn der eine Fischer auch noch kommt Oh, oder was auch raus geht immer. jetzt hier auf den Tower. Einfach manuell, einfach mal so. Zack, und wieder Phanix Astral Spirit kommt raus. Sucht ihr noch Bone 7 zu finden? Ja, findet er auch. In der Zwischenzeit natürlich haben wir Sing Sing, der Top hier weiter farmt. Eine ganze Menge Farmen bekommt. Der zweite Jetzt Ultimate geht's Orb ist Rotations nach fast. Top. Oh ja, Die lassen den Rotation. Nein, sie geben den Tower Tower auf. fallen. Ja. Sie wollen nicht fighten. Cloud9 sagt, nein, wir wollen nicht fighten. Und damit geben sie den Chrono. Tower einfach weg. Die Okay. Chrono ist, glaube ich, sie haben Angst vor der Chrono. Das kann wirklich ins Auge gehen, wenn er, wie vorher schon erwähnt, 3 plus bekommt. Das ist Yep. so der Respekt, den sie gerade im Moment haben. Und Fanny jetzt hat auf jetzt auch den oben ersten auf Dandy. Punkt. Oh, ja, Dandy. Dandy, Hat er Dandy lieb? muss Er hier hat ihn lieb. aufpassen. Er hat noch lieb, wenn er denn will. Aber Oh. am Ende, ja, Wurde auch ein Dust verschwendet von Pyladai, weil er gedacht hat, er wäre geliebt oder Richtung Pyladai gelaufen, aber das war nicht so. Denn die ist einfach hinten rumgelaufen und hat sich in die Base zurückgezogen. Ja, war wahrscheinlich das Beste, was er machen kann. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, Sing Sing findet Farm, während dem Navi halt hier so ein 5-Mann-Siege veranstaltet für den Tier-1-Tower. Es ist halt nicht das Optimalste an genutzter Zeit, muss man einfach so sagen. Und das wird ihnen dann halt auch früher oder später gegen den farmenden Envy, gegen den farmenden Sing, ja, auf die Füße fallen. Weil wie gesagt, Sing Sing, schau mal bitte sein Der hat Item. gleich ein Ding, also da sind noch Skadi. 275 Gold und dann hat er Skadi ready. Das ist Minute 6:24, ein Ember Spirit, der eigentlich gegen den Void in der Mitte verloren hat, Ja, aber trotzdem noch CS-mäßig, relativ ja. gut zurückbekommen hat. Ja, CS-mäßig, auch farmmäßig hat er weniger, aber trotzdem finde ich, ist er dafür, dass er so verloren hat, ist er trotzdem noch mit einem Skadi Minute 25, ist gut dabei, definitiv. Ja, definitiv. Und als solches auch einige Core-Items kommen bald raus. Wir haben natürlich Revanche jetzt. Black King Bar. Puppy arbeitet immer noch an seinem Argan im Scepter. Das wird aber halt noch ein Stückchen dauern. Empfehlen nach 1800 Gold als solches. Das Problem ist halt auch, Faceless Void. Bisher ist es nur die Chrono, was da wirklich gefährlich ist. Damage als solches macht er noch nicht. Bei Fnatic erster Mech-Carry, die ist jetzt schon da. Deswegen haben wir auch den Fight unten gesehen. Mit der Mech haben sie sich gesagt: Hey Leute, zack, da können wir losgehen. Beim Doom Vorstand. auch Mech-Carrier. Und ja, er hat ein Mystic Stuff. Okay, Shivas. Das wird eine Shivas auf jeden Fall, aber ich vermisse immer noch Bone 7 den Blink. Meiner Meinung nach ist ein Doom oft ein Held, der ein Blink oder Shadowblade oder was auch immer du da auf dem haben möchtest, muss er. Das muss er haben. Das ist wirklich, das macht den Helden zu so einem absolut unglaublich starken Initiator. Du springst rein, doomst das Oh, aber Carry, was jetzt, dies ist. Und sie sind mehreren Cloud9. am Roshan die ganze Sie Zeit, wollen habe ich hier glaube ich eben reingehen. Da erwähnt. haben sie aber natürlich Vision. Oh, jetzt wird noch der Setter gefressen. Und, aber er kriegt hier Chrono. wunderbar. Die Chrono kommt rein. Da ist aber noch ein Stunner. Oh, Boah. Pyladai rennt einfach in die Chrono rein. Er rennt einfach rein, ohne zu stunnen. Jetzt nochmal Mech. Aber er wird noch ganz fix gedoomt. Aber Pyladai, ganz großes Missplay. Da, er rennt einfach in die Chrono. Und jetzt geht es natürlich Ravost an den Kragen. Roshan war noch nicht down. Aber jetzt, beide sind erstmal gestunt. Pyladai, Echo Slam hier auf Kuroki. Jetzt, er hat GG. auf. Auf wen hat er das verwendet? Wow, Laguna Plate ging auf Sing Sing. GG. Die haben mit dem Fight hast du gerade gesehen, was eine schlechte, das war eine schlechte Krone, war auf einen, auf Doom. Und Doom ist im Endeffekt total wurscht. Du hast einen Double Damage Envy gehabt, der sich mit dem Shotgun da rein teleportiert und den Dandy sofort rausnimmt. Dementsprechend ist ein Held sofort raus, ja. Auch wenn der Doom raus ist, ist es ein gleiches Matchup und mit der Double Damage hat er da im Endeffekt so viel Fieses angestellt und auch Pyladai, gute Fischer und Ja, die nicht Fischer so. nach der Krone war gut, aber Er warum er blockt Sing Sing jetzt einfach. in die Krone reinging, okay, das habe ich jetzt nicht wirklich verstanden, aber es bringt halt alles nichts. Navi hat trotz des schlechten Starts für Cloud9 hat den Kampf gewonnen und Morphling. Das ist Morphling, das ist the Power of Morphling. Sie haben auch den Roshan jetzt, haben sie sich gesecured. Und das war meiner Meinung nach der Gamefight. Roshan, erster Fight und trotz
dem kleinen Nachteil Oh, Papi! hat, ne? Papi kriegt hier Ethereal Plate, aber ohne. Das war Adaptive Strike, aber der Adaptive Strike kam ganz kurz vor dem Ethereal Plate, glaube ich. Und die Waveform, naja, es hat fast ausgereicht mit der Shotgun. Auf, ja, er hat 800 HP, jetzt noch ein kleiner Morph Strength, Strength Morph. Aber trotzdem, sie verlieren ihren Tier 2 Tower hier und damit bleibt nur noch einer übrig für Navi. Sie haben Roshan gerade verloren. Wir sind hier in der 30. Minute nochmal. Ja, schau dir einfach mal an, was hier gerade mit der XP passiert ist. Da von fast 4000 ist es jetzt um. Das war der Roshan-Fight. Also, yeah. Du hast vorher gesehen, dass was an den Graphen erkennt man immer wunderschön, wie die Teams spielen, ja. Cloud9 ist halt immer Foreman, ohne Envy, dementsprechend Navi definitiv mehr Experience, aber Cloud9 holt sich die Tower und auch ab und an Kills, sogar Envy holt sich Kills, dementsprechend mehr Gold. Und jetzt am Ende ein großer Fight im Endeffekt. Oh, aber Bone7 will hier auf Navi gehen, auf Navi sag ich. So was will auf Bone7 gehen, so rum ist es, aber das war einfach nur eine Hallo-Sage, Chrono, ich meine, okay, es sind 70 Sekunden, jetzt denkst du, aber drauf gehen, ja. Sie wollen ihn, ja, und Papi, da ist es, Shotgun, ganz easy, mit Adaptive Strike, ich weiß gar nicht, wie tief war er deine Agility, boah, überhaupt nicht, Agility war gar nicht hoch, trotzdem, er hat jetzt halt auch noch Eagle Song. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das sieht richtig, richtig schlecht aus für Navi. Das Problem ist halt auch für den Tier 2 Tower jetzt oben, sie haben keine Krone und die Krone wurde hier einfach weggegeben für Bone7. Obwohl, Revost als solches, er hat keinen Damage, er hat nicht mal Crystallis, also, was hier werden soll. Am Ende, es läuft hinaus auf den Tier 1 Tower Trade, aber da kommt jetzt auch Doom rein, doomt ihn schon wieder. Da ist noch Shivas mit dazu, Light Strike Array, soll das Ganze, oh Gott, Echo Slam, wunderbar gemacht von Pileidai. Jetzt Ravost wird hier auf alle Fälle noch ticken, aber schöner Deny, Kuroki von High Ground, einfach mal so denied und Pileidai verfolgt jetzt hier, oh Gott, keine Chance. Er hat Purge einfach nur und jetzt der Laguna Blade noch auf Pileidai, aber er wird hier noch weiter gejagt, vor und zurück am Ende. Er stirbt auch noch. Top, haben wir jetzt auch einen Fight Eternal Envy. Er hat eine ganze Menge HP noch. Egal, aber jetzt, Papi versucht hier noch zu fighten, aber jetzt Strength Morph. Er muss hier zurückrennen, Adaptive Strike, aber es reicht für nichts. Er muss jetzt sterben, er wird auch sterben. Also der Aegis natürlich, deshalb taucht er da so tief. Er muss nicht sterben, nein. Er wird sich auf, also sie möchten jetzt weitergehen. Ne? Jetzt, ist er komplett raus aus Strength. Und, du hast die Ulti auf Rasta ready, er hat zwar kein Mana, aber gleich dürfte es soweit sein. 10 Mana und der Tower wird fallen. Ich glaube nicht, dass Navi irgendwas macht. Also gut, die haben eine Chrono. Trotzdem momentan nicht jeder da und in den Fire of Wards zu fighten. Ja, auch schöne Position von den Wards am Ende hier. Oh, sie wollen wieder Puppy und da ist, ja, da ist die. Godlike ist da Eternal Envy. Wie gesagt, der Junge hat einen richtig guten Start gehabt. Am Ende, sie können halt nicht viel machen. Auch jetzt der Stun nochmal von Funnic bringt nichts. Melee Rex geht down und es wird auch noch die Range Rex hinterher folgen. Da ist noch ein Astral Spirit, aber es bringt halt einfach nichts. Hier kommt ein Arrow, aber der Arrow wird einfach gedodged. Auch im Hintergrund wird keiner erwischt und keine Ahnung, ob sie sich eventuell jetzt hier Eternal Envy. Nein, sagt, da kommt nur Waveform nach vorne und Replicate raus. Cloud, nein. Also die Execution von denen ist hier absolut sauber, unpragmatisch. Sie holen sich, was sie wollen und dann gehen sie zurück. Sie wissen, sie haben den besseren Draft im Sinne von Cores und die Cores kriegen auch noch den Farm. Wir sind in der 30. Minute. Navi hat das erste Set of Rex verloren und Eternal Envy hat wieder so viel Gold. Schau das mal an. 3000. Jetzt nein, Butterfly. Ja, Butterfly ist da. Nein, oh, jetzt verkauft es wieder und zack. Das ist unglaublich und er hat 232... Agilität, das ist, um Gott, der braucht doch nicht mal eine Waveform bald, bald ist Ethereal Blade und Adaptive Strike genug, um einen One-to-One-Shot. Und das ist halt eben, du lässt Morphling komplett außer Augen, Cloud9 macht Foreman Dota und ist wundervoll, synergieren die da zusammen, ja, machen so viel Druck, dass Navi da im Endeffekt auch nicht wirklich farmen kann. Der einzig gute gefarmte Hero, den sie hatten, war Revorst, aber. Ja, und der hat. Hat nur eine BKB, ne? Und kein Damage Output. Ja, der hat jetzt ein Broadsword. Ich weiß aber nicht, wieso der nicht auf. Also, meiner Meinung nach ist ein Maelstrom immer die beste Entscheidung für Damage Output. Early und ja, auch Midgame. Zeitiger Damage Output zumindest, ja. Vom Damage Value ist er halt zeitig ganz, ganz interessantes Item. Aber auch Pileidai, wie gesagt, farmt jetzt hier gut. Sein Echo Slam in der Mitte war ja genial auf die drei Leute. Hat alle drei erwischt. Zwei dann noch mit der Fischer hinterher. Hat den Reverse Kill secured. Plus noch Kuroki hinterher sich geholt. Übrigens auch der Pickup von Doom, Purge hier, finde ich absolut genial. Also, ja. Das ist klasse. Mir.
Da fällt mir definitiv richtig, richtig. eine gefressene Diffu Blade, ne? Das ist Wahnsinn. Er hat einmal eben 3300 Gold, hat er mal eben mit einem kleinen Creeps gegessen. Und das ist im Endeffekt gar nicht mal so schlecht. Das ist ein Infinite Purge, den du hast. Also, du machst ja vielleicht nicht unbedingt den besten Mana Pool, aber es reicht, um es 3-4 Mal zu tun. Mit Blink Dagger, endlich auch Blink Dagger. Wundervoll, freut mich. Kriegst du auch immer die kannst du immer initiieren, das ist gar kein Problem. Holt sich dann Stun Creep noch dazu. Ne, jetzt hat er keinen Purge mehr. Ja, aber einen Stun dafür. Was würdest du sagen? Stun besser oder Purge Alpha. besser? Alpha. Wolf. Ich bin immer, Okay, also war keine Option, aber. ich persönlich bin auch immer, also wirklich, meiner Meinung nach auch, ich liebe Alpha-Wölfe, die sind so schön und die schmecken so gut. Das ist meiner Meinung nach das Beste auf Doom. Aber jetzt in der Hinsicht, was würdest du sagen? Warstomp mit der Aura oder Ich. Purge? Warstomp ist halt ganz interessant, weil er Blinkdagger hat. Das heißt, da kann er wirklich eine schöne Initiation haben. Der Purge ist halt wirklich interessant gewesen, gerade gegen sowas wie Kuroki jagen. Also plötzlich hat er einen Purge drauf, wusste gar nicht, wie ihm geschieht. Er hat gedacht so, ah, was, wer hat hier Diffusal Plate und so weiter. Kann halt einfach nicht wegrennen. Und dann hast du halt auch, das Problem ist halt zum Beispiel Fury Soul Buff und so weiter. Das pusht du halt auch gleich mit weg. Und ja, es ist ganz interessant, muss ich sagen. Also für die Situation war es genial, aber halt auch unter anderen Umständen, denke ich, hätte es trotzdem für einen Kill gereicht. Sie hätten aber dafür halt richtig nah an die Base rangemusst. So haben sie es halt andersrum geschafft. Dadurch ist Kuroki nicht weiter weggekommen. Aber insgesamt, wie gesagt, Alpha Wolf sollte es dann sein. Gerade jetzt hat Cloud9 die Upper Hand. Die haben Sing Sing, der profitiert davon. Wir haben Bone 7, der profitiert selber natürlich noch davon. Und auch Eternal Envy fängt an, noch mehr als nur Shotgun zu machen. Und jetzt müssen wir ja aufpassen. Danny wird gestunt. Kommt hier eben rein? Ja, Danny. Da kommt's. Oh, und oh, wunderbare Wurst. Das ist die Chrono. Die hat nur Sing Sing getroffen. Am Ende Kuroki kriegt jetzt hier die Shotgun ab und er stirbt auch noch. Jetzt noch das Ultimate von Fnatic. Das macht aber überhaupt nichts. Travos jetzt eingeschlossen von den Wards, geht auch noch down. Und ich denke, damit haben wir unseren GG-Call. Fnatic wird jetzt hier noch verfolgt, während dem Puppy zerplatzt. Und damit ist es ein voller Team-Vibe. Von hier wird es sowieso nicht mehr weitergehen. Also Navi verliert Spiel Nummer 1 mit einem sehr, sehr fragwürdigen Draft. Wenn ich Navi wäre, würde ich Puppy die Draft-Konsole wegnehmen Ja, würde ich auch. und dann die nächsten zwei oder ihn Spiele beschimpfen. gewinnen. Also der Elder Titan Lina ist meiner Meinung nach nicht unbedingt verkehrt, ist ein guter Support, kann ein guter Support sein, hat einen guten Damage Output. Aber der Elder Titan, der hat überhaupt, also das war der größte Blödquatsch, den dazu finde ich komplett schwach. Absolut. Und auch Papi mit seiner Enchantress hat fast gar keinen Impact gehabt in dem Ja, Spiel. Wirklich also null. von Creeps her, von den Auren, Tower Push kam nicht raus. Sie haben das Spiel von ganz zeitig bis ganz spät komplett, ja, verloren. Und die Chronos von Ravos waren auch alles andere als Ja. gut. Er hat kaum zwei Leute in die Chronos reingebracht. Bei der letzten Chrono hast du es gesehen, nur Sing Sing war drinnen. Nein, es war Paladar Alle. und Sing Sing. Also der hatte eine Zwei-Man-Krone, aber sie haben Paladar getötet, aber Sing Sing war halt ganz außen und untouched. Ja. Was soll man dazu sagen? Wir schalten wieder rein zu Seattle und für Spiel Nummer 2 sind wir dann wieder zurück. Ist klar.